Ja, warum ist der Mann denn am Tanzen? Yeah. Und deswegen seht ihr nämlich jetzt hinten im Hintergrund eine Folge laufen, die schon gelaufen ist. Und Magic. Alte Hände, alte Hände, alte Hände, alte Hände. Dankeschön. Und weiter. Wir suchen immer noch die restlichen Autoteile, meine Damen und Herren. Und wir schießen gerade auf Riesenfledermäuse. Okay. Wir haben Shania. Svetlana. Svetlana. Oh, ich muss mal ein Stück weiter. I'm not good at shooting at this point. Obwohl, ich glaube, die sind diese kräftiger, die mit den gelben Hosen, ne? Die sind auch ein bisschen kräftiger, das sind diese Safeguards. Guck mal, wir haben Hut weggeschossen. Haha! Da ist ein Hirn. We call him the brain, hör mal. Oh, ey, the brain. Ein Radpack. Okay. Sekunde. Hammer. Geh doch mal weg! Oh. Schrott haben wir einmal. Wir haben das. Was ist das denn? Strahlungswiderstand. Okay, das müssen wir uns nochmal merken. And the halala me and the mini mini me and the mini mini me with the halabalabi. Alles Munition. Wir brauchen die hier. Hallo. Wir haben 7 Verbände. Und noch 3 Dingsbums. Gut. We will go on with the life of the Herr. Shoot, ich hätte mir immer einen anderen Namen geben sollen, ne? Wir schalten mal kurz um. Okay. Finde Scheinwerfer. Finde einen Käfig auf der Rückseite. Bett. Mein Name ist... My name is Slim Sadie. Sag mal, kann ich mich hier eigentlich umbenennen? Option. Steuerung. Andere. Namen ändern. Ich möchte mich umbenennen. Ich bin jetzt Pillepalle. Dankeschön. Mein Name ist Pillepalle. Dankeschön. Warte mal. Alder Games. Keine Ahnung. Einstellungen. Warte mal. So, ich hoffe, der hat das übernommen. Dass ich jetzt Alder Games heiße. Dankeschön. Wir haben die... Oh. Oh. Da werden wir wohl häufig rennen, schießen und fluchen müssen. Finde einen Scheinwerfer. Aber gerne. Ins Haus können wir nicht, ne? Ne, noch nicht. Wahrscheinlich später irgendwann. Also die Gebiete sind auch sich wiederholend, ne? Oder man sagt ja als Gamer, sagt man ja repetitiv, ne? Das ist ja so, was man so als Gamer sagt. Ich bin ja voll der Gamer. Ja, wo finde ich jetzt hier einen Scheinwerfer? Am Auto, würde ich schon sagen, oder? Ne, da hinten irgendwo. Hier finde ich gar nichts. Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Safe finden. Gucken wir da rein? Nee. Es ist sehr re-tidipief. Sehr re-tidipief. Habe ich die? Nee. Wir nehmen erst die. Wir haben ja 76 Lebenspunkte gerade. 3 Meter, 28 Meter. Hey, müssen wir da runter wieder? Jo. Fünf Zombies greifen an.
Oh. Man sollte ab und zu die richtigen Tasten drücken. Oh, das hilft ungemein beim Schießen. Also nur mal nebenbei, ne? Also Profi-Tipp. Wenn ihr weglaufen wollt beim Schießen, weil ihr nachladen müsst, drückt nicht E. Hilft beim Laufen wenig. Nur mal so als Info. Ich liebe meine neue kleine Tastatur. Das ist eine Mini-Tastatur. Mini-Tastatur, die ist so easy, winzig und super flach. Die Tasten hier drauf und die ist kabellos, das ist super. Und da kannst du einfach runtersliden, das ist geil. Ich kann mit diesen dicken, oh, das hört sich aber nicht gut an, Gaming-Tasten nichts anfangen. Ah, Hilfe! Ein fliegendes Kackteil. Es ist noch kein... Hier waren wir doch gerade. Überall. Hä? Gut. Na, machen wir mal. Oh, hi. Guck mal, Zombie-Mutter. Nein, wie schön. Mutter, ich mach das Essen nicht. Schrottteile, dankeschön. Silberschrott, oh. Das geht ja Geld. Sag mal, das geht Geld. Geld geht. Oh. Wie viele? Das hört sich aber nicht gut an. Oh, da ist noch ein Dicken. Das war ein Zombie-Kotzer. Mutti, ich mach keine Kohlrabi. Danke. So, wir machen, was wir wollen. Finde Scheinwerfer. Versuche ich doch gerade. Ah, ich muss dahin. Ich habe gleich keine Massenmuni mehr. Das ärgert mich so sehr. Also ich weiß, das heißt wahrscheinlich anders. Für Shego-Uta. Wir müssen immer rumgucken, weil es gibt Tresore, die wir öffnen können, wie wir gerade gesehen haben. Und dann... Ja, meine sehr verehrten... Vollsperrmarzien. Wo muss ich jetzt hin? Ach, da. So. Was? Ach da. Ach, guck mal. Ach was. Okay. Mutter? Nee. Das ist meine Schwester. Ey! Wir hatten gesagt, keine Headbutts. Dankeschön. Finde ich ja eine Frechheit, ne? Da einfach mal so ein Headbutt reinzuhauen. Töte 9 Zombies. Wo kommen die her? Ist jetzt kaputt? Oh. Ich habe irgendwas anderes gedrückt. Nur noch Platz. Wir haben noch Schrot. Ja, die haben wir auch wieder bekommen. Wir haben aber keine Pumpgun. Wir kriegen nur die Muni. Das ärgert mich so sehr. Ich hätte gern die hier. Dankeschön. Achso, ich wollte mal umschalten. Ach, da oben.
Ach, guck mal, mit freundlichem Vogel. Ich mag die Waffe. Upsi. Dancing with tears in my eyes. Looking at the memory. Of the Lala Halaba. Oh. Den Tod wünsche ich euch. Finde einen Käfig. Oh, oh, oh. Kinky, kinky. Haben sie auch eine Lederuniform für mich? Assless Chaps oder sowas? Die Sau. Voll die Ferkel. Oh nö. Oh, ich bin betäubt. Das ist ungünstig. Ich will für den Fuckvogel nicht die ganze Zeit die gute Muni ausgeben. Ja, für die Flederscheiße. Ja! Geht auch so. Halt geduldig sein. Wir machen trotzdem in diesen. Wir haben nur noch 400 Shows. Falls wieder so ein Giftspucker da ist. Ich hatte es mir doch gedacht. Entschuldigung. Dinge. Fand ich jetzt nett. Hey! Wieso trifft der denn nicht? Hallo? Das war doch voll auf den Körper drauf. Oh, das war. Ich wollte den Baum abschießen. Das war Absicht. So. Töte die heranströmenden Zombies. Was strömt denn hier? Außer ich jetzt. Oh. Kriegen wir die eigentlich? Oh. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen gefährlich, ne? Was ich hier mache. Critical, ja. Das dauert jetzt ein bisschen länger, aber ist mir egal. Wir haben nur gar nicht mehr so viel Schuss mit dieser schicken. Danke. Der ist mir egal. Ja. Gut, wir haben ein bisschen Leben verloren, aber wir haben Munition gespart. Das ist wichtig. Nein, ich will auch keine... Hallo, wer bin ich denn? Wir haben noch 389. Ich will das nicht mehr. So. Da bin ich zickig. Und wir kriegen die Muni nicht. Ich weiß nicht, warum. Also vorher, in dem ersten Gebiet, in dem wir waren, wo wir 12 Aufgaben erledigt haben, da haben wir 1000, also wirklich in den ersten, also wir hatten 12 Aufgaben im Startgebiet und da haben wir 1500 von dieser Muni bekommen, hatten die Waffe aber nicht. Jetzt haben wir die Waffe, jetzt kriegen wir die Muni nicht. Jetzt wird natürlich der Kluge sagen, der ja, der Wissende, ne, der Wissende wird jetzt sagen, ja, weil das doch der Scam ist, das ist mir egal. Ich mag das Spiel. Oh. Ich muss da rein.
Warte mal eben, haben wir nicht irgendwas zum Heilen? So, machen wir in diese. Dann mache ich nämlich diese. Wir heilen jetzt eben und dann kann ich nämlich eine unanständige, dicke Sache machen. Ist die Kamera jetzt aus? War die ganze Zeit aus? Nee, ne? Oh doch. Oh, sorry. Ist egal. Ist ja keiner da, der zuguckt. Hallo, was sag ich denn jetzt? Sorry. So. Wir machen sofort weiter. Wir müssen nur eben gucken, dass unsere Healing-Kräfte kommen. Living of the Memories. Also macht echt Spaß, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So. Wir haben nur 55. Wir sind da. Sekunde. Geht das nicht auch so heilend? Ich weiß es nicht. Was? Morgen, Silent Isaac. Ey. Juhu, hi. Du und ein Shooter, wie kommt das denn? Der macht Spaß. Ich habe gedacht, das ist eine Demo-Version eines Spiels. Kann man ja mal eine Stunde spielen. Ich habe jetzt gestern schon 6 Stunden gespielt und heute schon 1,5 Stunden. Ist ein Free-to-Play. Ist super, macht Spaß. Die Grafik ist, ich mag ja so eine merkwürdigen Grafiken. Also den Grafikstil mag ich schon ein bisschen. Ja. Und jetzt mache ich Shooter seit gestern. Genau. Ich spiele jetzt voll der Shooter-King hier. Guck mal hier, das haben wir schon alles. Oh, ja. Und das ist halt der Nachteil. Die wollen immer Sachen verkaufen, siehst du? Aber ist okay. Nein, nicht abbrechen. Zurück zur Quest. Aber macht Spaß. Also mir zumindest. Wir haben erst 57 Punkte. Geht einmal schneller. Ist schon vorbei? Was ist das denn für eine Kacke? So. Wir haben nur 59 Punkte, sehe ich gerade, ich Dummkopf. Können wir noch was essen? Ja, nur die guten Sachen, ne? Punkte kriegen wir dadurch, aber wir haben... Das ist mir zu teuer. Haben wir nicht nur einen Verband? Warte mal. Jupp. Guck mal, da sind wir schon bei 79. So, was? Kannst du überall hin. Geh auf Facebook, geh auf Dings. Genau. Mir geht's anders. Ich habe dicke Tasten lieber. Bei der verrutsche ich immer, wenn ich... Ach so, nicht hinsehen. Nee, ich eben nicht, komischerweise. Beim Schreiben schon, aber nicht beim Zocken. Beim Zocken finde ich das angenehmer, dass die Tasten so sind. Weil es für mich angenehmer ist, einfach runterzuschleiden. Und die Tasten sind halt... Habe ich die Kamera wieder an? Nö. Und die Tasten sind halt nebeneinander, also sehr nah beieinander, also näher, habe ich das Gefühl. Genau, so, jetzt gehen wir shooten. Shoot the Sheriff. Nehmen wir mal erst die hier, zur Sicherheit. Ja, Strahlung. Kiss my footen. Strahlung! An jedem Fass, an dem wir vorbeilaufen, ne? Ja, oh, scheiße. Gibt's hier irgendwie Tresor? Oh. Finde die Rückseite des Käfigs. Moment. Hallo. Ja, ich hab doch die Rückseite des Käfigs. Das ist doch die Rückseite des Käfigs. Hä? Finde die Rückseite? Finde einen Käfig auf der Rückseite. Er ist doch ein Käfig. Was hat er denn? Ah! Ja, wir gehen zurück in die Stadt. Achso, fortfahren. Muss ich die Taste wieder anders hinlegen? Jetzt kostet allerdings sehr viel Geld. Hallo, ich wollte in die Stadt zurück. Wieso kann ich nicht in die Stadt betreten? Achso. Ach, doof. Das kostet 11 Liter Benzin. Begegnung vermeiden. Chance gleich 0. Probieren wir trotzdem aus. Jetzt kommt wieder Pornomusik. Also 70er Jahre, richtig buschig. Okay.
Red. Woher soll ich denn den Security Code kennen? Biocorp Terminal VR1. Also müssen wir erst den Security Code kriegen. Und die haben natürlich nicht so viele. Die Begegnung ist ein Tresor. Right? Wir irgendeinen Hinweis? Ne, wir haben doch keine Hinweise auf. Nein! Wir haben doch keine Hinweise auf einen. Ah. Sochhutwawa. What? Neue Information. Soch. What? Sochhutwawa. What? Was ist denn für eine Info? Was fängt man denn damit an? Ich höre ein Monster. Matt? Security Code System. Soch ist ein Z, ist das? Nee, das ist ein S. Soch, Hut, Wawa. Soch, Hut, Wawa. Was soll mir das denn sagen? Und finden wir noch andere Hinweise? Ich spreche die Sprache nicht. Was bedeutet denn Soch? Das war ein S. Soch gut Wawa. Oh, Entschuldigung. Warte mal eben. Komm mal hier. Nein. Sochwalaloch. Was? Schaden, Verteidigung, Nachgeschwindigkeit, Bewegungstempo, TP-Generator, Max, Strahlung, Tötungsanzahl. Oh, wir haben 1600 getötet. Gibt es irgendeinen Hinweis auf? Nee. Strahlungswiderstand handeln. Fahren, Schloss knacken haben wir auf 21. Aber das ist mit Dietrich. Ich weiß es nicht. Was bedeutet denn Sochhutwawa? Wir brauchen 5 Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5. Biocorp. Terminal VR1 Security Code System. Silent, was meinst du mit Sochwalaloch? Rein in die Mutti oder was? Neue Information. Sochhutwawa. Sie sprechen nicht durch. Ja, genau. Richtig. Hallo. Ja. Sochhutwawa. Ja, was soll denn das für ein Hinweis sein? CH78 Dings. Da haben wir ein Nummernschild.
1D521, das ist zu viel. Wir brauchen eine Fünferzahl. Oh, Menno. Ich hätte gerne einen Sochhut-Wawa. Ja. Möchten Sie da etwas Dill zu? Nein, bitte ohne. Wir haben auch noch Gürkchen oder auch Cornichons genannt. Was? Was für eine Chance? Ein Cornichons. Ich hätte gerne eine Cornichons. 10, 25, 15 J. 1D5. 1D5. Warte mal. Liegt die Lösung in den Nummernschildern? Was? Security Code System 002. Ich habe keinen Hinweis, ich verstehe nicht. 1D und ein J. 1D 525 5215, das sind immer dieselben Nummernschilder. Da hat sich aber einer keine Mühe gegeben. Da ist bestimmt was ganz Tolles drin. Das ist immer dasselbe Nummernschild. Bis auf das. Das ist das einzige Nummernschild, was anders ist. Guck mal. Die anderen sind alle 1D. Könnte das die Lösung sein? Warte mal eben, schreib mir das mal eben auf. Wo ist mein Kuli? 78294 CH. Aber schön, dass du schreiben gelernt hast in der Schule. Das finde ich sehr schön, Zeitend. 78924, vielleicht ist das die Lösung. Oder? Die anderen Nummernschilder sind alle die gleichen, in grün. Genau. Muss ich jetzt hier draufklicken? 7, 8, 2, 9, 4, 2, 9, nein. Hä? Das sind nur 4 Nummern. Da sind noch 5. Ach, dazwischen sind die Zahlen. Ah, scheiße. Moment, dann ist es das. 52, 15. Nee. Sochhut Wawa. Was soll mir das sagen? ...5215J1D. Wir brauchen 4 Zahlen. Hä? Logbuch? Nee. Ich glaube nicht, warte mal. Nee, wir haben das. Also die Karte. Unseren Inventar. Das ist unser Kofferraum, also können wir da Sachen stapeln. Nee. Nee, haben wir nicht. Aber der Hin... Hä? Kann natürlich sein, dass sie über... Aber was soll das? Sochhut Wawa. Was soll mir das denn sagen? Hallo? Und Wawa ist mit Dings, mit Apostroph. Ich gehe gerade das Alphabet durch. Nee, nee, nee.
Der 23. Buchstabe ist das W. Also ist das 23? Warte mal. Oh. Nee. Wir haben nur die Hinweise über die Nummernschilder, die haben wir schon eingegeben. Die sind beide falsch. Und das andere Nummernschild ist zu groß. Aber das könnte... Warte mal, das blaue Nummernschild gibt es da nochmal? Warte mal. Da oben sieht man nichts. 1D. 5, also 52, 15 haben wir schon gemacht, ne? Mach nochmal. Ne, das ist auch falsch. Schreibe das auch nochmal auf. 52, 15 ist falsch. Der Hinweis ergibt überhaupt keinen Sinn. I, neue Information. Warte mal, habe ich irgendwo einen Hinweis auf I? Nee, ne? Das ist Karte. Das ist keine, da ist nirgendwo ein I, ne? Dass man auf Information klicken könnte. Nö. Und hier auch nicht. Genau. Die haben wir schon alle gemacht. Guck mal, wir haben Donald Trump als Bürgermeister. Ist eigentlich geil. Die haben wir schon alle gemacht. Aber es gibt nirgendwo, weil da scheint ja auch so Informationen, ne? Also als ob das irgendwo abgespeichert würde. Was fangen wir mit dem Hinweis Sochgut Wawa an? Ich habe gerade mal geguckt, ob wir Rätselpunkte haben, weißt? Unter den Fähigkeiten. Warte mal. Nee, ne? Wir haben ja noch die Vorteile. Da habe ich gemacht schnelle Hände bisher. Schnellere Heilung. Tiersprache, da weiß ich auch nicht genau, was das werden wird. Ich wollte einfach wissen, was das bedeutet, ob wir immer mit Tieren reden können. Guter Schüler und Lesen haben wir gemacht. Plündern. Zufällige Fertigkeit, Berserker, begabt, das ist mein Lieblings, nichts, dieser Vorteil bringt nichts, du solltest ihn definitiv nicht nehmen. Katze, du Vieh. Mutmacher, Herzensbrecher, Eilen, Hacker. Der Zeiger ist 20% langsamer. Aber das ist für Dings, für den, wenn du mit dem Dietrich Schlösser aufmachen musst. Bücherwurm. Ja, durch das Lesen von Büchern, aber das ist ja zusätzlich, du erhältst mehr, was immer ERF sein soll. Besserer kritischer Treffer. Verrückter, die Chance, einen kritischen Treffer haben und die Effizienz, bla bla bla. Verbessertes Karma. Ja, gut, ich bin ja Mr. Karma Chameleon, ne? Schlosskacker. Oh! Um 5 Liter, das müssen wir mal machen. Läufer. Wenn dein TP unterfinden wird, deine Bewegungstempo von das höher. Pyrotechniker. Wenn du 10 Gegner mehr gerade. Ja, ja, ruhiges Zielen. Das machen wir als nächstes auf jeden Fall. Das war ein bisschen mehr. Aber da ist nichts bei, wo man jetzt sagen könnte, ah, okay. Wo man sagen könnte, okay, das können wir erst lösen, wenn wir den Dings erreicht haben, diesen Status. Ja. Ich würde gerne wissen, was in dem Tresor drin ist. Schön mein Kaffee. Und da steht I bei Informationen. Mit? Sonst was in der Gegend mit Nummern. Ja, wieso habe ich eigentlich nur einen? Das ist egal. Ich
weiß es nicht. Guck mal, ob dir irgendwas auffällt. Ich gehe nochmal alles ab, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber dieser Hinweis, das ist ja, wow, wahrscheinlich für sehr intelligente. Aber die spielen das Spiel doch nicht. Das spielen so Leute wie ich. Nummernschilder. Warte mal. Nee, da ist nichts. Vielleicht eine Autotür aufmachen, Autoreifen. Das ist mein Motorrad. Also mir fällt nichts auf im Moment, was in irgendeiner Weise, ja, das ist halt, wir können nichts machen an den ganzen Sachen. Was mir, komme ich hier, nee, da komme ich nicht hin, das ist allverwandt. Es sind nur die Autos. So, der hat kein Nummernschild, okay. Ich kann nicht springen, deswegen komme ich nirgendwo hin. Ja. So, da haben wir CH 78294. Ach, das ist ein Ausruf. Wüsste jetzt nicht. Sochgut Wawa. Mein, wenn jetzt jemand mal googeln würde und aus Versehen Backseat-Gaming machen würde, das würde ja auch gehen. Ich google mal eben, das ist mir jetzt egal. Soch, weil mir das überhaupt keine Wawa. Was soll das denn heißen? Nein! Nein! Nein, das gibt's nicht! Weißt du, was Sochhut Wawa ist? Klingonisch. Klingonisch. Ich google gerade. Klingonennummern. Eins ist wahr. Hut ist 10. Das ist ja mal zu geil, Alter. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre da nie drauf gekommen, im Leben nicht. Aber das finde ich ja mal der Hammer. Ich habe es gegoogelt. Und Hut, die Nummer, also. Soch ist, glaube ich, keine Zahl. Also, wahr ist 1. Hut ist 2. Ne, 1. Warte mal, 1. Soch ist 8. Und Hut ist 10. Also, Sochhut Wawa ist klingonisch. Ich glaube es nicht. Wie geil ist das denn?
Wie kann er dir was Negatives über das Spiel schreiben, Alter? Das ist ja zu genial. Klingonisch. Wer kommt denn auf die Idee? Also Hut ist 10. Soch ist 8. Und Wawa ist 11. Also ist es 8? Nee, 10 kann doch gar nicht sein. Wie soll das denn gehen? Alter, wenn das jetzt stimmt, ne? Das ist ja die Krönung. Ich gucke jetzt mal. Fortfahren bitte. Das ist klingonisch. Wer soll denn darauf kommen? Aber wie... Oh, Entschuldigung. Wie soll das denn gehen? Moment, das wären dann... 8. Das geht ja nicht. 8, 10, 11. Das sind ja 5 Zahlen. Nee, das stimmt auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, wenn du die Buchstaben, wenn du das eingibst bei Google, Soch, Hut, Wawa, kriegst du als allererstes, steht direkt oben bei mir, stand bei Google, klingonisch. Wieso, wie kommst du auf 7, 9, 11? Habe ich mich vertan? Ja, danke schön, Silent. Ha! Wie kommst du auf die 9? Ach, Google. Okay. Habe ich mich da verlesen? Was haben wir denn jetzt? Wir haben eine Laserpistole. Ich sage nur, Soch, Hut, Wawa. Haha, klingonisch. Ich glaub's nicht. Also Hut ist 9 gewesen. Habe mich da vertan. Super, aber danke. Wir gehen mal. Jetzt brauche ich eine Zigarette. Definitiv. Wir haben das Rätsel gelöst, meine Damen und Herren. Dank Herrn Silak. Ah, danke schön. In der Stadt kann uns ja nichts passieren. Das ist der Safe Place. Fortsetzen. Hi. Soch, Hut, Wawa. Ich guck mal eben. Ja, warte, ich erlaube. Okay. Nein! Was hast du jetzt gemacht? Nein! Ach, was ist denn das Mobot? Entschuldigung, Silent. Jetzt habe ich nicht mehr lesen können. Ivi hat Mobot wieder Kacke gebaut. Ach, 9 ist Hut. Jetzt habe ich es. Ich habe es gerade gelesen, genau. War 1, Char, Wei und Hut war... Ja, danke. Entschuldigung, der Mobot. Ah. Ich habe das doch freigegeben. Was hat er denn für ein Problem? Der Mubot, ich brauche jetzt eine Kippe. So. Ich hasse den Mubot. Dankeschön. So, wir gehen jetzt so eben die Aufgabe lösen. Guck mal, der Bürgermeister immer noch. Ist Donald nur in Schlank. Also wirklich, ich spamme doch nicht. Nein, Silent. Also wenn einer nicht spammt, dann bist du das. Muss man ganz ehrlich sagen. So. Ah, wir müssen zum Autohändler. Warte mal. Genau. Jetzt habe ich alle Teile. Ich brauche noch ein Reparaturset für Autos. Ich habe gehört, dass die Landstreicher eines haben. Versuche es mal bei denen. Tut mir leid. Mit dem Mubot. Mubut. Ich liebe dieses Spiel. So. Ist mir egal, was andere sagen. Ja, ich kaufe auch später.
Alleine für Dings kaufe ich für 9,95 € die Ultimate PC Edition. 6 Fertigkeitspunkte, wir sind Level 16. Wir haben nochmal Benzin bekommen. Oh! Oh, wir kriegen eine neue Belohnung. Wir haben eine Schatzkarte. Was ist das? Weiß keiner.